Hey, lieber Zuschauer, mein Name ist Akon 900 und im heutigen Adobe Premiere Pro CC Tutorial werde ich dir, lieber Zuschauer, zeigen, wie man mit Keyframes arbeitet. Wie das Ganze aussieht, zeige ich dir ganz kurz anhand eines kleinen Beispiels, was ich mit Hilfe eines Textes gemacht habe. So soll es ungefähr aussehen und ich will dir zeigen, wie man das Ganze macht. Anhand eines Beispiels natürlich, wie man hier schön lesen kann. Aber bevor wir darauf zurückkommen, will ich euch zeigen ganz kurz, wie man das Ganze macht oder besser, wo wir das Ganze finden, indem wir einfach auf das gewählte Objekt draufdrücken. Mein Beispiel ist es hier Titel 8 jetzt. Ich habe es nicht benannt. Und wenn wir auf Bewegungen gehen, dann sehen wir hier, dass ich auf Position und Skalieren auf diese schönen, wie sagt man so schön, Stoppuhren raufgedrückt habe, damit ich diese sozusagen aktiviere. Und setze dann, je nachdem, wo ich haben will, die Keyframes. Das sind hier diese Objekte oder besser gesagt diese Rechtecke, Vierecke, na, Vierecke, Würfel kann man sagen, die so auf Spitz sind, also karomäßig. Und da seht ihr dann, ja, je nachdem, wie ich auch raufdrücke, auf den nächsten Keyframe springe, wo die Position ist. Und wenn ich jetzt mal hier rauf drücke, mit Doppelklick seht ihr, wie ich das Ganze hier gemacht habe. Also ihr seht hier so eine Bahn, die hier abgebildet ist. Und ich kann diese dann noch, je nachdem, wie ich es haben möchte, zum Beispiel noch bearbeiten, indem ich hier diese kleinen Ankerpunkte bewege, ziehe, bewege. Je nachdem kann ich den Winkel und den Grad und bearbeiten, so wie ich es haben möchte. Natürlich kann ich auch sagen, ich will das Ganze hier ein bisschen weiter runter haben oder ein bisschen weiter höher, je nachdem, wie ihr es haben wollt. Und oder so spitzer, rundlicher, alles kann man hier machen, wie das Herz einen begehrt, was man gerne haben möchte. Und dann seht ihr ja so, dass ich noch das Skalieren-Werkzeug mit eingesetzt habe. Das heißt, an diesen Stellen habe ich die Größe einfach verändert. Und um einen kleinen Effekt reinzukriegen, so ein bisschen. Und das zeige ich euch jetzt mal ganz einfach, wie man das Ganze anwendet. Weil das ist ja schön und gut, aber wie funktioniert das Ganze oder wie macht man das Ganze? Das zeige ich jetzt, indem wir mit dem Beispiel beginnen. Dazu muss ich erstmal kurz den Keyframe ändern. So, mache ich erstmal mit dem ersten Schritt, mit Doppelklick hierauf. Und wir sehen hier, das Wichtigste überhaupt ist dieser Ankerpunkt, den man besser gesagt auf das Textwerkzeug oder besser gesagt auf den Text zieht, weil ab diesem Punkt beginnt diese, sozusagen dieser Pfad, den wir da gesehen hatten, in dem anderen Beispiel von mir. Und diesen Pfad läuft der durch diesen Punkt hier, den ich hier gerade bewege, entlang. Und ich kann jetzt zum Beispiel sagen, ich will ab hier, dass das Schöne zum Beispiel hier ist. Nein, das wollte ich gerade nicht. So, lassen wir einfach so. Ich sag dann mal, ab diesem Punkt soll das Ganze hier sein. Und siehe da, wenn ich jetzt das hier lang ziehe, verändert er diesen Ankerpunkt. Und ich sage mal, ich will beim Skalieren-Werkzeug auch nochmal was haben. Und zwar will ich, dass es klein ist. Ganz, ganz klein. Also sozusagen nicht zu sehen ist. Dann im nächsten Schritt, wo der hier ist, wo hier oben schon dieser Punkt ist, sage ich, dass der größer werden soll. Im nächsten Schritt sage ich, das soll das Ganze wahrscheinlich hier hin, dass dann das Ganze hier zum Beispiel hier nach oben geht und mit einem Skalierungswert von, ja, je nachdem wie ihr es haben wollt, ist ja nur ein Beispiel gerade, sage ich mal ganz groß. Nächsten Schritt dann zwischen hier und hier im Punkt. Soll das Ganze hier sein, zum Beispiel, oder hier runter,
wie ihr es haben wollt. Ich mache jetzt mal kurz hier und sage zum Beispiel, er soll wieder kleiner werden. Nächster Schritt. Also ihr seht ja gerade, es ist recht simpel und einfach zu bewerkstelligen. Man kann es natürlich auch mit anderen Sachen machen, die Adobe Premiere Pro CC von sich gibt. Man kann zum Beispiel auch mit Hilfe von, wie sagt man so schön, von Objekten oder besser gesagt Figuren, die Adobe noch anbietet, sozusagen Strich, Quadrat und alles, was mit Textwerkzeugen sozusagen gemacht werden kann, erzeugt werden kann, kannst du da reinsetzen und du kannst es sogar dann so, dass es an das Video angepasst wird. So, ich bin mit dem kurzen fertig. Seht ihr? So sieht das Ganze aus. Wenn ich jetzt mal wegdrücke, dann seht ihr ja hier keinen Pfad mehr. Und wupp, es ist fertig. So sieht es aus, wenn man mit Keyframes arbeitet. Größte Stelle und wird kleiner und weg. Sieht doch geil aus, oder? Also, ich kann euch nur das am Herzen legen. Arbeitet mit Keyframes, ihr werdet sehen, es macht mega Fun. Und man hat so viele Optionen mit diesen Sachen, dass man sogar die Videos dann noch besser gestalten kann. Ja. Mehr gibt es an dieser Stelle eigentlich nicht mehr zu sagen von meiner Seite aus. Verabschiede mich deswegen von dir, lieber Zuschauer, und schalte das nächste Mal bei einer weiteren Folge von mir, The Cone 900.